Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Es ist wieder soweit. Wir haben den 1. März, Bocopoli-Time. Ein kurzes Video zu meinem Bocopoli-Spiel. Auch für den Monat März habe ich wieder gewürfelt. Aber bevor ich dir die Bücher zeige, die ich gewürfelt habe, beziehungsweise die Kategorien und die Bücher, die ich mir dafür ausgesucht habe, ein kurzes Wort zu Bocopoli im Februar. Ich habe ja fünfmal würfeln müssen, also ich hatte zweimal ein Pasch, deshalb zwei extra Würfe und habe mir fünf Bücher erwürfelt und ich habe sie alle gelesen, vollständig. Und deshalb sage ich hier gar nichts weiter dazu, denn darüber spreche ich dann in meinem Lesemonat Februar. Da verrate ich dir dann auch, wie mir diese fünf Bücher gefallen haben. Nur mal so, der Februar war ein Monat mit sehr, sehr vielen Fünf-Sterne-Büchern für mich, tatsächlich. So, und jetzt kommen wir zu der Auswürfelung des Monats März und zum ersten Wurf. Ich hoffe ja mal, dass ich dieses Mal nicht so viele Würfel. Wir werden sehen. Wurf Nummer 1. Eine 11. Das sind große Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Science Fiction. Schon wieder. Und das ist so schwer in meinem Bücherregal zu finden. Aber ich bin guter Dinge. Ich werde was finden. Science Fiction. Science Fiction habe ich ja schon mal gewürfelt im Januar. Und im Januar habe ich gelesen Two Sides of the Dark von Alexandra Flint. Und jetzt bin ich wieder auf Sci-Fi gelandet. Und was liegt da ferner, näher, was liegt da näher, als natürlich die Fortsetzung zu lesen? Es ist ja was ganz Besonderes, wenn ich mal so schnell hintereinander die Fortsetzung lesen kann. Und deshalb habe ich mir ausgesucht One Side of the Light von Alexandra Flint, den zweiten und abschließenden Band der Geschichte um Joe und Taylor und Emmerdale. Hier geht es ja um Taylor, eine junge Frau, die ja in einer Forschungsstation aufgewachsen ist, quasi ein Experiment ist, ein menschliches Experiment mit Genen und Superkräften und mit Genen, also ein Experiment mit den Genen und sie hat Superkräfte sozusagen und sie flieht aus dieser Einrichtung und sie trifft auf Joe, einen ehemaligen Schauspieler, der bei einem Unfall sein Bein verloren hat und jetzt mit seinem Leben hadert. Ja, und die beiden treffen aufeinander und er wird von seiner Vergangenheit verfolgt und sie wird auch von ihrer Vergangenheit verfolgt, buchstäblich. Emmerdale ist nämlich hinter ihr her. Der erste Band endete spektakulär. Tatsächlich spektakulärer, als ich erwartet hatte. Und deshalb freue ich mich jetzt hier auf die Fortsetzung davon. So, Wurf Nummer 2. Eine 10. Boah, das sind aber Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine Dystopie. Da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein, aber ich werde mal mein Bücherregal durchwühlen. So, das nächste Feld, Dystopie. Mir ist dann ein Buch eingefallen, tatsächlich, aus diesem Genre, habe aber gleichzeitig festgestellt, dass es, glaube ich, fast das einzige Buch ist in meinem Bücherregal aus diesem Genre. Also es kann sein, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich Bocopoli spiele, dieses Feld irgendwie überkleben werde mit einer anderen Kategorie, weil ich fürchte, dass ich darin jetzt nichts mehr weiter finden werde, weil irgendwie habe ich gemerkt, dass Dystopien, das ist, glaube ich, gar nicht mal so mein liebstes Genre. Ich lese das zwar auch, aber ich habe das neulich schon mit Svenja von Sam's Cup of Books erörtert. Ich habe so das Gefühl, dass ich mir im Worldbuilding bei Fantasy-Büchern oder ja irgendwie fiktionalen Büchern lieber fantastische Welten erklären lasse als dystopische.
Das gehört ja immer dazu, zu einer guten Geschichte, ne, dass man diese Welt, dieses Worldbuilding irgendwie versteht. Aber irgendwie finde ich das Worldbuilding von Dystopien weniger interessant, als wenn mir geschildert wird, welche Kreaturen in irgendwelchen magischen Welten so umherwandern. Nichtsdestotrotz, ein Buch habe ich gefunden und das ist auch ein Geschenk von Svenja gewesen, nämlich 2022 bei unserem Adventskalender, den wir uns gegenseitig gemacht haben. Und zwar habe ich da bekommen Ophelias Gale, Die Welt wird brennen von Lena Kiefer. Das werde ich im März lesen. Lesezeichen habe ich schon reingetan. Die Hoffnung ist stärker als Hass, Liebe stärker als Furcht. Es geht um die 18-jährige Ophelia, die in England in einer nicht zu fernen Zukunft liegt. Aber ich glaube, 100 Jahre und mehr sind es schon, oder etwa 100 Jahre. Da gibt es wieder einen Regenten und der hat jegliche Technik für die Bevölkerung verboten. Also quasi ja ein totaler Rückschritt zurück in vortechnische Zeiten sozusagen. Und Ophelia ist aber technikbegeistert und sie ist im Widerstand. Und sie wird ausgewählt für einen Job im Geheimdienst des Königs und soll ihm da nahe kommen, um ja ihn zu beseitigen, zu töten. Nur leider kommt es dazu, dass sie den Bruder des Regenten kennenlernt und sich verliebt. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Klingt spannend auf jeden Fall. Das werde ich lesen im März und ich werde berichten. Ich gehe davon aus, dass zu beenden wird kein Problem sein im März. So, und der dritte und vielleicht letzte Wurf. Ein Pasch, nicht der letzte Wurf. 1, 2, Rido entscheidet. Yay, das hatte ich doch schon mal. Okay. So, Rido entscheidet. Hier habe ich wieder meine Rido-App. Keine Werbung übrigens. Keine bezahlte Werbung, dass ich Rido ständig erwähne, aber ich benutze die App halt super gerne zum Tracken meines Lesefortschritts. Und ich habe hier wieder meine Liste, mein Stapel ungelesener Bücher und ich habe den Button gedrückt und es kam raus. Dieses Buch hier, Of Thunder and Rain von Emmy Buckley. Glücklicherweise auch der erste Band. Es gibt ja noch eine Fortsetzung. Irgendwas mit Storm, keine Ahnung, weiß ich jetzt. Moment, steht das hier drinne? Of Ocean and Storm. Glücklicherweise das rausgewürfelt. Das ist eine Romance, gehe ich von aus, die auf den Faröer-Inseln spielt. Ich weiß das jetzt nicht so ganz genau. Um herauszufinden, damit wir beide herausfinden, um was es geht, lese ich dir einfach mal den Klappentext vor. Nur in der dunkelsten Nacht tanzen die Nordlichter. Ach, das würde ich auch gerne mal sehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Lina würde die Abgeschiedenheit der Islands of Maybe am liebsten hinter sich lassen. Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter ist ihr Leben völlig aus den Fugen geraten. Statt wie geplant zu studieren oder die Welt zu bereisen, muss sie ihre Tage im winzigen Örtchen Saxon verfristen, da sie ihren Vater unmöglich mit dem Bed and Breakfast allein lassen kann. Erst ein mysteriöser Gast bringt Licht in die Dunkelheit und ihr Herz zum Strahlen, erinnert sie daran, ihre Träume nicht aufzugeben. Doch Lina weiß, dass man selbst aus dem schönsten Traum erwachen muss und dass Luay und ihr nicht viel Zeit bleibt. Was ist das denn für ein Name? Luay? Na gut. Mal gucken, ob wir erfahren, woher dieser Name stammt. Ich mag ja alles, was so in rauen Gebieten und am Meer spielt. Das klingt ja danach. Nordlichter und so. Und ich lasse mich hoffentlich davon in diese Gegend ziehen. Hoffentlich ist das atmosphärisch dicht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. So. Und da ich ein Pasch gewürfelt habe, jetzt noch ein vierter Wurf. Hoffentlich der letzte jetzt. Eine 3. 1, 2, 3. Eine Romance.
Ah, ja, das letzte Kategorie, eine Romance. Jetzt haben wir noch eine Romance. Ich habe mich jetzt hier für was ganz anderes entschieden, und zwar ein Buch von einer Autorin, die ich sehr, sehr gerne lese und deren Bücher sehr, sehr kurzweilig sind. Und ich habe von ihrer Reihe noch so ein paar offen. Und zwar ist es Vikilenz und ich habe mir ausgesucht Perfect Chemistry. Ah, und ich mag ihre Bücher total. Die lassen sich super schnell lesen. Die sind super spicy, haben immer ein Happy End, sind total humorvoll, aber haben immer auch eine ernste Komponente. Also es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die Protagonisten müssen sich durchaus auch mit ein bisschen Trouble auseinandersetzen. Ja, aber wie eine Romance ist, sie kriegen sich immer am Ende. Jedenfalls habe ich noch nichts anderes gelesen bei ihr. Das erwartet man ja auch bei einer Romance. Ja, und worum es in dieser Geschichte jetzt genau geht, das verrate ich dir, indem ich dir den Klappentext vorlese. Gegen die perfekte Chemie bist du machtlos. Stella Bardot ist eine der talentiertesten Parfümdesignerinnen in New York. Nachdem sie aber ihren Ex-Verlobten ausbezahlen musste, steht ihr Geschäft kurz vor der Pleite. Als auch ihre Mitbewohnerin über Nacht verschwindet, braucht Stella dringend Ablenkung. Ihr bester Freund überredet sie kurzerhand, sich auf die High Society Hochzeit der Saison zu schmuggeln. Schon bei der Zeremonie fällt Stella der attraktive Bruder der Braut auf. Doch als Hudson Rothschild klar wird, dass Stella nicht auf die Feier gehört, endet der Abend in einer peinlichen Katastrophe. Zu dumm, dass Hudson Boss der Investmentfirma ist, die Stellas letzte Hoffnung für ihr Parfümgeschäft ist. Humor, Liebe, Herzschmerz und verführerischer Sexappeal. Was will man mehr? Sagt die USA Today. Ja, ich weiß auch nicht. Ich will nicht mehr. Ich will genau das und freue mich darauf im März. Ja, das war meine Bocopoli-Auswahl. Ich finde, das sieht alles machbar aus. Und bisher lief es sehr gut. Ich bin total optimistisch. Ja, verrat mir gerne deine Meinung zu den Büchern. Kennst du vielleicht eins davon schon? Oder was hast du dir so vorgenommen für den März als Leseliste? Oder hast du dir überhaupt was vorgenommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.